Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar von Think Simple. Wir freuen uns, dass Sie als Teilnehmer daran Interesse haben, festzustellen, wie Sie mithilfe eines Cultural Fits die Verbesserung der Performance und der Fluktuationsquote ermöglichen können. Dann übergebe ich auch schon sehr gern an meinen Kollegen und Mitgründer Dr. Karl-Maria de Molina und wünsche Ihnen viel Spaß fürs heutige Webinar. Ja, danke, Katrin, für die anführenden Worte und ich übertrage jetzt hier. Ja, das Thema des heutigen Tages hat ja Katrin erwähnt, das Cultural Fit. Cultural Fit, warum? Weil viele Bewerber Wert darauf legen, in ein Unternehmen reinzukommen, wo die Kultur, das heißt die Werte, die Art und Weise, wie geführt wird, die Definition der Führung, Definition der Freiräume, Definition der Innovation relevant ist. Das heißt, fühle ich mich wohl dabei? Wenn ich mich wohl dabei fühle, ist damit getan oder ermöglicht praktisch letztendlich die Performance. Das heißt, ich habe Lust an der Arbeit und das mache ich gern und dann bringe ich mich ein. Das heißt, mein Motor, meine Motivation ist aktiviert, die sogenannte intrinsische Motivation. Und das führt auch dazu, ich habe eine Bindung zum Unternehmen, ich habe eine Bindung zu den Werten des Unternehmens, ich verstehe mich auch mit den Kollegen besser, ich bin gut gelaunt, ich lebe nicht außerhalb der Arbeit, sondern in der Arbeit hinaus. Das heißt, dieser Work-Life-Balance ist nicht, arbeite jetzt hier, das heißt ungern und draußen lebe ich und lebe ich gern, sondern ich arbeite und lebe gern im Unternehmen. Ich plädiere aber nicht nur jetzt, dass wir nur praktisch nur für die Arbeit leben, sondern dass wir praktisch nicht das Leben außerhalb der Arbeit verrichten. Was ist die Gliederung, die Agenda für heute? Zunächst einmal würde ich gerne das Thema People Culture, früher hieß es Arbeitskultur, im Namen der Modernisierung gibt es jetzt, heißt es People Culture. Und würde ich gerne die Implikationen von Generation Z, aber auch von New Work, VUCA und so weiter, Digitalisierung, Remote Working, Homeoffice und so weiter und so fort auf die Kultur, was das bedeutet. Dann werden wir das Thema Cultural Fit. Ja, was ist ein Cultural Fit? Warum ist das relevant? Und was sind die positiven Wirkungen, wenn der Cultural Fit einen hohen Wert hat? Und dann, klar, wie lösen wir das? Oder wie können wir mit unserem Tool Think Simple Plus das Thema Cultural Fit und das Thema Kultur ermöglichen, erleichtern, verbessern und letztendlich dafür Sorge tragen, dass mehr Performance und mehr Bindung, das heißt und letztendlich dann weniger Fluktuation. Und das dann nachher die Zusammenfassung des sogenannten Takeaways. Ja, zu meiner Person. Ich habe vor einigen Jahren das Buch Arbeitskultur 2020 mit drei Professoren initiiert, das Projekt 2012. Damals war noch nicht ganz an Bock. Mittlerweile ist es in aller Munde und deswegen ist das Buch nach wie vor aktuell. Dann halte ich Vorlesungen zusammen mit Professor Widukel in der Uni Nürnberg und nächstes Jahr werde ich in weiteren Universitäten Vorlesungen bzw. Seminare halten zum Thema Kompetenzen, Motive, Kultur, Werte und so weiter. Und zusammen auch mit der Uni in Nürnberg haben wir ein Kulturmodell für unser Tool Think Simple Plus. Think Simple, wir sind ein Unternehmen spezialisiert auf das Thema Kompetenzen, Kultur, Werte, Motive, Persönlichkeit. Wir haben ein Tool dafür entwickelt und wir haben zusammen mit Universitäten eigene Modelle entwickelt und wir haben unterschiedliche Technologien. Wir haben nicht nur Fragebögen, sondern auch künstliche Intelligenz für die Auswertung von Videos, zeitversetzten Videos oder zeitversetzten Interviews über Videos für die Persönlichkeitsanalyse. People Culture habe ich erwähnt. Was ist eigentlich People Culture? Wie gesagt, Professor Widukel, mit dem ich die Vorlesung in Nürnberg halte, hatte ich in diesem Buch Arbeitskultur 2020 definiert, sind Werte und Normen, die das Handeln im Unternehmen
Und zwar von den Individuen. Eine Organisation besteht aus Individuen, die miteinander agieren. Und wie sie miteinander agieren, ist davon abhängig, welche Werte herrschen. Respekt, Vertrauen, Diversität, Fehlerkultur, Fehlertoleranz, Feedbackkultur. Wir können eine Reihe von Werten definieren, von Normen, ja, oder auch von Führungsprinzipien letztendlich, die sich daraus ableiten. All das macht letztendlich, führt dazu, dass ich mich wohlfühle in Unternehmen oder nicht. Es ist sicherlich wichtig, dass ich den Job kann. Aber noch wichtiger meines Erachtens ist, ob ich den Job will in der Form. Weil wenn ich ihn kann, aber nicht will, passiert nichts. Wenn ich will, aber nicht kann, werde ich den Job vielleicht im Laufe der Zeit lernen. Durch das Wollen. Das heißt, das Wollen als Antrieb, um nachher letztendlich das Können zu ermöglichen. Professor Wiedu-Küller hat letztendlich gesagt, dass Arbeitskultur bei hier viele Implikationen hat. Fangen wir von oben rechts, Diversität, Thema Inklusion. Unternehmen, moderne Unternehmen haben viele Kulturen, einzelne Kulturen, das heißt Menschen, die kommen aus unterschiedlichen Backgrounds. Früher hieß Diversität nur Frauen, nachher hieß es, okay, demografischer Wandel, ältere Leute, junge Leute. Aber letztendlich, wir haben zum Beispiel viele Programmierer sind aus Indien. Na, Indien ticken anders als Amerikaner, Japaner oder Afrikaner und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich überlegen, aber auch in Deutschland haben wir sehr unterschiedliche Kulturen. Das heißt, Diversität, demografischer Wandel. Und letztendlich, wie gehe ich mit Komplexität in der Lebensführung, aber auch in der Arbeitsweise? Wie gehe ich mit Problemen, die entstehen, zum Beispiel jetzt Corona? Oben links, Thema Globalisierung, das heißt, geht auch mit Diversität zusammen. Ich habe es mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Wenn jemand bei dir in Europa ist und hat Kunden in Asien oder in Amerika oder Südamerika noch ausgeprägter, dann das Thema Flexibilisierung. Flexibilisierung klingt nett, aber letztendlich, das muss man verankern in der Kultur. Was bedeutet letztendlich Flexibilisierung? Wenn wir sagen, okay, wir wechseln den Standort, wir führen neue Tools, neue Prozesse. Und last but not least, das Thema Digitalisierung. Gut, es gibt Studien von Boston Consulting, die sagen, okay, was sind die Themen relevant und People Culture erscheint auch da. Das heißt, im Grunde genommen ist einer von den Topics, nicht der Haupttopic, aber einer von den Topics von den Unternehmen. Gut, nehmen wir jetzt ein Beispiel von Kultur. Felix Kontakt hat in diesem Buch von Arbeitskultur geschrieben, handelt im Geist der Freundlichkeit und der Aufrichtigkeit. Damit haben wir schon zwei Werte, die hier praktisch im Unternehmen für den Kontakt sehr relevant sind. Dann ist nicht nur jetzt innerhalb des Unternehmens, sondern auch nach außen, einmal zu den Lieferanten und zu den Kunden. Das heißt, wie gehe ich mit den Lieferanten um? Nach dem Motto, ja, wir sind die Besten und ihr habt zu liefern und eine despektierliche Arbeitsrelation könnte sein, aber nein, hier sagen, okay, das muss im beidseitigen Nutzen. Das heißt, eine Gleichwertigkeit gegenüber den Kunden, gegenüber auch den Lieferanten. Aber auch das Thema Kultur fördert das Vertrauen und die Entwicklung der Mitarbeitenden. Und das ist aus meiner Sicht eins der Hauptsäulen einer Kultur. Jetzt gehen wir näher. Wir haben People Culture beschrieben. Jetzt würde ich gerne, dass wir uns mit dem Thema Generation Z, das heißt Implikationen, wie muss sich die Kultur verändern und warum redet jetzt jeder People's Culture und vor einigen Jahren, als wir das Buch herausgegeben haben, noch nicht. Und das war deswegen, weil wir das Thema New Work haben. Der Herr Bergmann hatte sich ja zwar vor vielen Jahren prognostiziert, aber letztendlich durch die Generation Z wurde das stärker getrieben, das Thema VUCA, Thema Digitalisierung. Das heißt, wir brauchen eine nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Culture. Das heißt, eine Kultur des Arbeitens und Lebens zugleich.
Und das gilt nicht nur jetzt praktisch für junge Generationen, hier praktisch in einer Art Wohnzimmeratmosphäre. Das ist klar, das kann man in jungen Firmen, im Übrigen, es gibt DAX-Unternehmen in Stuttgart, wo ich auch solche Räumlichkeiten gesehen habe. Das heißt, auch DAX-Unternehmen mit über 200.000 Mitarbeitern versuchen auch, die Mitarbeitenden auch abzuholen und praktisch mehr in dieser Kultur des praktisch nicht Top-Downs, nicht mehr praktisch so ein Schreibtisch, sondern mehr dieses Coworking. Und was will die Generation Z? Autonomie. Das heißt, ich habe meine Freiräume, Fehlerkultur. Innovation ist nur dann möglich, wenn auch Fehler akzeptiert, aber auch schnell korrigiert werden. Partizipative Führung, das heißt, dürfen auch die Mitarbeitenden auch mitentscheiden. Lernkultur, die Mitarbeitenden wollen sich entwickeln und sie trauen sich dazu. Das heißt, man braucht eine Lernkultur nicht, Müller, was machen Sie jetzt da, sondern das ist verankert in der Arbeitszeit, dass man praktisch auch lernen darf. Feedbackkultur, dass man positives wie negatives Feedback auch geben darf. Nicht nur jetzt durch Greta Thunberg ist das Thema Nachhaltigkeit, das war immer, in den letzten Jahren ist stärker in den Vordergrund gerückt. Thema Transparenz und das Thema Team Spirit. Transparenz im Grunde genommen, dass man nachvollziehen kann, warum ist die Entscheidung so getroffen worden. Gut, ja, wir haben uns jetzt befasst mit Kultur, wir haben Kultur auch definiert, wir haben gesagt, welche Komponenten wir da haben. Jetzt würden wir gerne sehen, die positiven Wirkungen. Und das Erste ist, dass die emotionale Bindung, die über den Cultural Fit zustande kommt, steigert die Produktivität und senkt die Fluktuation. Das ist eigentlich der Titel des Webinars und das kommt von Gallup, von Herrn Marco Ning, der hat auch in diesem Buch Arbeitskultur 2020 und der zeigt uns im Grunde genommen mit dem Gallup-Index, dass wir nur 15%, und das ist aber kontinuierlich, ob es 15, 16, 17, da wieder 15 und so weiter, das heißt, pendelt sich in diesem Bereich von Engagement in den Unternehmen. Und wir wissen, dass dieses Engagement eigentlich abhängig ist von der Führung. Führung hat eine große Bedeutung, aber letztendlich auch die Kultur. Wir sehen auch, dass die Fluktuation abhängig ist von der Bindung, ob ich Karriere mache im Unternehmen oder auch einen neuen Arbeitgeber suche, ist davon abhängig, welche emotionale Bindung ich habe. Ich habe es vorhin erwähnt, ein Unternehmen verlassen bedeutet, die netten Kollegen, mit denen man zusammengearbeitet hat, verlieren. Und deswegen einfach viele Leute sagen, okay, die eine emotionale Bindung haben, durch die Führung, durch die Kultur, durch die Kollegen, bleiben eher im Unternehmen. Aber interessanterweise, die Karriere bleibt offen. Das heißt, nicht nur gibt es dieses Unternehmen für mich als Möglichkeit. Wir stellen fest, das ist hier jetzt, habe ich die Quelle nicht angegeben, aber das aus Studien weiß man, dass Bewerbende eine große Bedeutung auf die Kultur legen. Und je nach Studie und so weiter und so fort kommen unterschiedliche Ergebnisse. Hier haben wir praktisch 77%. Das ist schon ein großer, ein hoher Wert. Wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben auf der linken Seite die Bewerbenden, die Mitarbeitenden und da haben wir auf der rechten Seite das Unternehmen. Und das ist die Frage, die Bewerbenden und die Mitarbeitenden haben ein Kulturprofil, eine Vorstellung von Werten, von Motiven, von Präferenzen. Und das ist die Frage, passt das mit dem Kulturprofil des Unternehmens? Wir sehen hier eigentlich eine sehr geringe Überschneidung. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Wir haben einen geringen kulturpartische Überschneidung und letztendlich und daher einen geringen Cultural Fit. Und wie lässt sich diesen Cultural Fit verbessern? Das ist letztendlich die Frage. Das heißt, kann ich praktisch eine bessere Übereinstimmung
beide Kulturen, beide Profile. Und dafür würde ich gerne unseren Lösungsansatz in ThinkSimple Plus, wie wir das lösen. Was analysieren wir? Wir analysieren viele Attribute, ob es können, wir nennen das können, wollen, dürfen. Können praktisch ist aus der Persönlichkeit heraus, aus den Emotionen, aus der Sprachen, aber letztendlich auch aus den Kompetenzen, aus den Future Skills. Und dann haben wir praktisch das Thema Kultur und Orga in dem Sinne von, wie die Prozesse und die Führung läuft. Kultur praktisch analysieren wir über Fragebögen, wir fragen praktisch Werte und Präferenzen. Und auf diesen Aspekt würde ich gerne mich heute fokussieren. Und da haben wir mit der Universität in Nürnberg, mit Professor Widukel, den wir vorhin erwähnt haben, ein fünfdimensionales Kulturmodell, bestehend aus Werten, Normen, Aufgaben, das heißt, wir definieren die verschiedenen Abteilungen und die Aufgaben, die Anreize, das heißt, werden praktisch nicht nur die sogenannten Benefits über Geld, sondern über Anerkennung, über Optionen innerhalb der Abteilung, wie jemand motiviert wird. Es ist sicherlich auch extrinsische Motivation, aber letztendlich fördernde intrinsische Motivation und erst recht das Thema Führung. Und warum machen wir diese Diagnose? Weil praktisch die Firma Gartner mit diesem Herrn Dirks sagt letztendlich, dass eine Kulturdiagnose praktisch relevant ist und die Organisationen sollten die einführen. Das heißt, die Organisationen sollen wissen, man sollte praktisch ein Inventar durchführen, welche Kultur, welche Motivationsprofile die Mitarbeitenden haben. Das heißt, im Grunde genommen, das war ThinkSimple vor ein paar Jahren gestartet hat, ist anscheinend praktisch in der Literatur verankert. Wie gehen wir vor? Wir gehen in vier Schritten vor. Hier zunächst einmal die ersten drei Schritte. Der erste Schritt ist das Unternehmen, das heißt in dem Fall Personalabteilung und Geschäftsführung, und Führungskräfte und Mitarbeiter entwickeln, definieren anhand von ThinkSimple Plus an Kulturmodell für das Unternehmen. Dann die Mitarbeitenden beantworten in einem ähnlichen Fragebogen oder hinterlegen das Motivationsprofil, das heißt, sie beantworten letztendlich, legen die Präferenz, deren Präferenzen, bewerten, wie relevant einzelne Aspekte des Kulturmodells ist. Und letztendlich daraus, aus diesen Ergebnissen von zwei ermittelt und das zwar geclustert, die Personalabteilung, die unterschiedlichen Ausprägungen der Kulturen in den jeweiligen Organisationseinheiten. Es ist ja klar, dass zum Beispiel Anreize, Führung und so weiter in Abteilungen wie Controlling oder Produktion oder Marketing unterschiedlich sein werden. Das heißt, und deswegen muss man das auswerten. Die Durchführung von 1, das könnte praktisch 2 bis 3 Wochen dauern, wie man sich da abgestimmt hat. Die Beantwortung der Frage geht schneller. Die Auswertung von 3 geht sicherlich schnell. Mit anhand von ThinkSimple Plus geht das praktisch innerhalb eines Tages, kann man das auswerten, analysieren und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Okay, soweit so gut. Aber was machen wir damit? Dann aus den gewonnenen Erkenntnissen müssen wir praktisch uns, und zwar die gleichen Stakeholder wie vorhin, allerdings etwas länger, 3 bis 5 Wochen überprüfen, was sollen wir an unserer Kultur, an unseren Präferenzen ändern, damit die Mitarbeitenden zufriedener sind oder dass wir im Sinne von Employer Branding die Bewerbenden gewinnen. Das heißt, wir haben jetzt die Sicht des Unternehmens beleuchtet und das würde ich gerne jetzt praktisch weit ausführen. Das heißt, wir hinterlegen ein Kulturprofil, wie ich vorhin erwähnt habe, in Stufe 1. Definieren wir mit dem Regler, was sind die Relevanzen der einzelnen Aspekte, Komponenten des Kulturprofils. Das sind die Werte bei den Vertrauen und so weiter und so fort und Anreize und Normen und so weiter. Und so entsteht praktisch ein Profil, das heißt in OKA ist das Kulturprofil des Unternehmens und oben rechts sehen wir schon im Vergleich, wir haben hier eine Gruppe definiert, Early Adopters
Und wir stellen uns schon eine gewisse Diskrepanz. Das heißt, wir stellen fest, das Unternehmen würde gerne stärker das Thema Vertrauen in den Vordergrund rücken für die Mitarbeitenden, in dem Fall für die Gruppe Early Adopters, könnte Abteilung Controlling sein, könnte Abteilung Marketing sein, ist Vertrauen weniger wichtig. Das heißt, wir werden sehen, dass sind diese Abweichungen relevant für uns als in dem Unternehmen, um praktisch zu adaptieren, sagen, okay, wer soll sich hier dann verändern? Soll sich das Unternehmen anpassen an die Mitarbeitenden oder sollen wir die Mitarbeiter dabei informieren, dass das Thema Vertrauen für das Unternehmen relevant ist? Was eigentlich bei der Beantwortung des Fragebogens auch die Mitarbeitenden erfahren, das darauf mehr später. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, geclustert zu schauen, wo sind die Abweichungen, wo gibt es Übereinstimmung. Und hier sehen wir zum Beispiel im grünen Bereich, das ist der Cultural Fit, wo die Übereinstimmung ist. In blau, das sind Aspekte von den Mitarbeitenden, die nicht relevant sind, die nicht berücksichtigt worden sind von dem Unternehmen. Das heißt, es sind Aspekte, die wir mit einbeziehen sollten. Und in Grau bedeutet, das ist für die beiden nicht relevant. Rot wäre hier jetzt keins, wo für die Mitarbeitenden auch relevant ist, was wir nicht berücksichtigt haben. Okay. Hier Umfeldprofil. Umfeldprofil bedeutet letztlich, wir befragen nach Klima, nach Information, nach Führung und so weiter. Das ist ein ergänzender Aspekt für das Thema Cultural Fit. Da kommen wir noch über das Thema Leistungsindex kommen wir noch drauf. Und dann durch diese Verfahrensweise haben wir tiefe Erkenntnisse. Das heißt, wir haben praktisch erfahren, wo steht eigentlich unsere Organisation bezüglich der Motive, der Präferenzen. Und letztendlich, wir wissen, was wir letztlich ändern sollten. Und dann haben wir praktisch anhand der Befragung und so weiter, haben wir das Thema Leistungsindex, was in dem Fall ist gekoppelt mit Kompetenzen. Dann haben wir das Thema Zufriedenheit und Engagement. Das heißt, wo steht die Organisation? Das ist auch geclustert nach Organisationseinheit. Das heißt, ich kann praktisch schauen, wie sind die Organisationseinheiten in der Zufriedenheit, in Engagement. Das war der Blick bislang des Unternehmens. Jetzt ist der Blick auf die Bewerbenden. Die Bewerbenden beantworten die gleichen Fragen und im Übrigen auch die Bewerbenden, das heißt nicht nur die Mitarbeitenden im Unternehmen, sondern die Bewerbenden beantworten Fragen im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Dann erhalten sie praktisch deren Ergebnisse und dann sind praktisch in das Oka ist in dem Fall jetzt der Bewerbende oder die Mitarbeitenden. Und dann haben wir praktisch in Grau, wie das Unternehmen die Kultur definiert hat. Und wir sind hier beim Thema Macht und so weiter, eine große Abweichung. Okay, diese Person möchte gerne entscheiden. Aber auch in den anderen Aspekten möchte man sich fragen, okay, andere motivieren oder Risikobereitschaft ist das Unternehmen attraktiv auch für Bewerbenden. Ja, das muss man sich fragen. Das heißt, ist unsere Kultur attraktiv? Das heißt, das ist der erste Hinweis, den ich dadurch erhalte. Und dann ist es so, dass ich stelle jetzt hier praktisch in Grau groß, das Unternehmen sollte sich bewegen zu den Bewerbenden und zu den Mitarbeitenden, weil jetzt weiß das Unternehmen, wo sich die Mitarbeitenden und Bewerbenden befinden. Aber auch die Bewerbenden und Mitarbeiter sagen, okay, das Unternehmen tickt so, will ich das annehmen oder will ich nicht? Dann haben wir praktisch letztlich, wenn wir das vergleichen mit dem früheren Bild, eine größere Überdeckung. Das heißt, wir haben anhand dieser Kulturdiagnose eine Verbesserung des Cultural Fit. Und so stellen wir fest, praktisch hier die Early Adopters, die haben praktisch einen besseren Fit als die normalen, sag ich mal, die Durchschnittswerte. Was sind die Takeaways von dem heutigen Webinar und von dem System, was wir verwenden?
wir haben die Möglichkeit, eine Kultur zu definieren und diese nach Erkenntnis des Standes in der Organisation zu verändern, anzupassen, zu aktualisieren, abzudaten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, eine Verbesserung des Ist-Zustandes, weil wir den Soll-Zustand letztendlich kennen. Wir können unterschiedliche Ausprägungen in den jeweiligen Abteilungen erkennen und demzufolge auch unterschiedliche Kulturen partizipieren. Nicht die Werte als solches, die sollten gemeinsam sein für das gesamte Unternehmen, aber die Ausprägung von Anreizen, von Führung und so weiter. Es ist klar, dass eine Führung in der Produktion vom Mindset her der Mitarbeitenden unterschiedlich ausfallen wird gegenüber Marketing oder Sales oder Entwicklung. Dann ist ansetzbar sowohl im Recruiting und dann ist auch eine interessante Information, wenn ich das vergleiche mit Firmen wie Kununu. Kununu ist das so ein Feedback von den ausgeschiedenen Mitarbeitern oder von bestehenden Mitarbeitern, aber das ist nicht so tiefgreifend wie das Kulturmodell, was wir hier bei uns anbieten. Und letztendlich ist eine positive Message, dass letztendlich den Bewerbern zu sagen, okay, schau mal, das ist unsere Kultur, gefällt sie dir? Aber auch den Mitarbeitern zu sagen, okay, wir nehmen euch ernst. Es ist für uns wichtig zu wissen, was für euch relevant ist, um uns letztendlich zu verändern. Klar, daraus ergibt sich allerdings der Druck für die Organisation, für das Unternehmen, sich zu verändern. Das heißt, es genügt nicht zu fragen und sagen, okay, ja, es gibt eine Abweichung, aber es bleibt dabei, sondern nein, damit signalisieren wir Änderungsbereitschaft und das ist eigentlich ein Positiv, es bedarf allerdings der Umsetzung. Ja, last but not least, nächste Woche Dienstag haben wir einen Workshop, geht es um Identifizierung von High Potentials. Da ist auch das Thema Cultural Fit dabei, ist auch das Thema Future Skills dabei, das Thema Orga Fit. Da würden wir gerne Sie dann einladen, da teilzunehmen. Und damit kommen wir zum Ende des Vortrags. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Insights geben zu dem Thema Cultural Fit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Wir würden zu den Fragen uns gerne von der Aufzeichnung verabschieden und sagen jetzt erstmal schon mal herzlichen Dank für die Teilnahme und die Aufzeichnung finden Sie dann wie gewohnt auch auf unserem YouTube-Kanal unter ThinkSimple. Herzlichen Dank für die Teilnahme.